Okay, in der Einheit hier möchte ich euch ein bisschen was erzählen über Flipped Classroom und Kompetenzorientierung. Denn die Methode Flipped Classroom ist geeignet, um ja vielleicht das zu verwirklichen, was man kompetenzorientierte Lehre nennt. Um zu überlegen, was ist eigentlich gute Lehre? Und kompetenzorientierte Lehre wird ja immer sozusagen in einem Atemzug genannt mit, wir wollen versuchen, die Lehrqualität zu verbessern, wir wollen kompetenzorientiert lernen in der Hoffnung, dass das dadurch besser wird, was man tut. Ja? Die Frage ist nur, was ist gut, was ist besser, was ist eigentlich gute Lehre? Und da gibt es ein sogenanntes Angebot-Nutzungsmodell nach Helmke, das er eigentlich für die Schule entwickelt hat. Okay, ich habe jetzt das Modell mal genommen und die Begriffe übertragen auf die Hochschule. Ja, das Angebot-Nutzungsmodell, in dem deutlich wird, welche Faktoren Einfluss haben auf gute Lehre oder welche Faktoren die Lehrqualität verbessern. So, und da gibt es einmal ganz hier unten, ganz allgemein den Kontext, Studiengang, Curriculum, Lerngruppe, Klima, der schon ein gewisses Spezifikum produziert, ne? Eine Lehrveranstaltung, Vorlesung in Jura sieht anders aus als eine Übung in Mathematik beispielsweise. Und eine Veranstaltung im Bachelorstudiengang sieht anders aus als eine Veranstaltung im Masterstudiengang. Und eine Spezialvorlesung sieht anders aus als eine Grundlagenvorlesung und, und. Ja? Also hier ist schon ein spezieller Kontext. Auch die Hochschule hat einen Kontext. Universität Mannheim, PH Heidelberg, Universität Hamburg und so weiter, Bremen, keine Ahnung. Das sind ganz unterschiedliche, auch ja, atmosphärische Kontexte in den Veranstaltungen stattfinden. Okay, also hier der Kontext spielt eine Rolle. Dann oben zu sehen das Lernpotenzial der Studierenden, also letztlich die einzelnen Personeneigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften, Vorkenntnisse von Studenten, Lernstrategien, Intelligenz, Motivation, Selbstwirksamkeit und. Da gibt es tausend Variablen. Und wenn schon der Kontext ein bestimmtes Spezifikum herstellt, wird es nochmal sehr, 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 sehr viel spezieller, wenn man die einzelnen Studierenden mit hinzunimmt, weil für jeden Studenten sozusagen noch eigene, ja, Persönlichkeitsvariablen hinzukommen, sodass da eine ganz spezielle Situation für diesen einzelnen Studenten entsteht. Außerdem haben wir noch die Lehrperson auf der linken Seite, deren fachliche Kompetenz natürlich, also ist der oder diejenige Experte in dem Fach, wovon man mal ausgeht, aber vielleicht hält man auch mal eine Vorlesung, in der man sich nicht so gut auskennt oder einen, der man der Oberexperte ist, ne? Dann die didaktische Kompetenz. Die Erwartungen und Ziele und pädagogischen Orientierung, welche pädagogische Grundhaltung habe ich eigentlich? All das spielt auch eine Rolle in dem Kontext. Was dazu führt, dass so ein Lehr-Lehr-Kontext eigentlich eine sehr, sehr spezielle Situation ist. Ja, sodass es eigentlich sogar auch schwierig ist, Rezepte anzugeben. So und so funktioniert gute Lehre. Sondern man muss immer schauen, in welchen Kontexten, unter welchen Bedingungen funktioniert eine Methode so oder so? Ja, welche Wirkung hat die Methode in diesem und jenem Kontext? So. Das gilt natürlich auch für Flipped Classroom. Es ist nicht so, dass man das Flipped Classroom die Methode ist, die alle durchführen müssen, weil es jetzt sozusagen State of the Art die beste Methode wäre. Nein, sondern das ist eine von verschiedenen Methoden. Man muss sich in seinem speziellen Kontext überlegen, passt diese Methode? Oder wie muss ich sie vielleicht anpassen, damit sie funktioniert? Oder sollte ich doch lieber eine ganz andere nehmen? Gut. Das Wesentliche an dem Angebot-Nutzungsmodell steckt dann in den drei Boxen in der Mitte. Das andere war sozusagen der Kontext. Und das absolut Oberwichtigste an guter Lehre ist die Wirkung, der Ertrag. Also, was soll am Ende rauskommen? Ne? Studierenden sollen Kompetenzen erwerben, deswegen Kompetenzorientierung. Ne? Die sollen bestimmte fachliche und vielleicht fachübergreifende Kompetenzen erwerben. Und am Anfang jeder Lehrveranstaltungsplanung sollte eigentlich die Überlegung stehen, was soll am Ende rauskommen. Und alle Aktivitäten müssen darauf ausgerichtet sein. Das ist der Gedanke von Kompetenzorientierung, ne? Ich muss meine Lehre so gestalten, dass die Studierenden in meiner Lehrveranstaltung, in der Lernumgebung, die ich bereite für die Studierenden, nach Möglichkeit exakt diese Kompetenzen entwickeln und weiterentwickeln. So, und jetzt kann ich die Umgebung so gestalten, dass die Kompetenzentwicklung wahrscheinlich stattfindet oder nicht. So, und ich muss die Methoden danach auswählen.
Okay, das heißt, ich muss die Methoden danach auswählen, ich muss mein Lehrangebot danach auswählen. Ich muss ja, meine Lehre, das Lernmaterial, die Methoden so auswählen, dass nach Möglichkeit diese Kompetenzen entwickelt werden. Jetzt heißt, das heißt, die erste Überlegung ist, was soll gelernt werden und dann wie. Das Was kommt immer vor dem Wie. Manchmal entwickelt man das auch gemeinsam und so weiter, aber tendenziell hat man schon erstmal die Ziele und dann überlegt man sich die Methoden. So, das heißt Angebot-Nutzungsmodell, das heißt, wesentlich daran ist auch noch, dass das Angebot, das ich biete, also jetzt habe ich schon mein Angebot in dem Kontext, den ich habe, in dem speziellen Kontext und mit den speziellen Lernzielen, die ich habe, aus meiner Sicht optimiert. Es kann aber trotzdem sein, dass nichts passiert, weil die Lernenden das Angebot nicht nutzen. Das Angebot, und das ist sozusagen durch diesen Pfeil hier in der Mitte dargestellt, das Angebot kann nur dann wirken, wenn es genutzt wird. Es gibt keine Methode, die deterministisch bestimmtes Wissen und Kompetenzen die Studierenden einpflanzen, anschließend können sie, sondern sie müssen als aktive Personen in dem Kontext sich darauf einlassen, bereit sein, motiviert sein, mitzumachen, das Angebot, also sich mit den Materialien beschäftigen, kognitiv aktiv sein und dann entsprechend Lernzeit aufwenden, auch in dem Setting. Wenn ich keine Vorlesung habe, wenn keiner kommt, dann okay, wird nichts gelernt. So, und zwar entscheidend dabei ist die aktive Lernzeit in der Veranstaltung, aber auch die Lernaktivitäten außerhalb der Hochschule. Ich muss das Angebot möglichst so gestalten, dass die Lernzeit oder die Zeit kognitiver Aktivität möglichst groß ist und intensiv genutzt wird in der Vorlesung oder in der Veranstaltung und außerhalb. Und bei Hochschullehrveranstaltungen ist es ja auch so, dass immer auch Zeit außerhalb der Präsenzzeit mitgedacht wird. Das heißt Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit und so weiter, die Zeit zu Hause. So, wie gestalte ich das Angebot so, dass möglichst effektiv beide Bereiche gestaltet werden und genutzt werden? Und das kann ich auch durch die Lehre und das Angebot mit beeinflussen. Also ich kann ein Angebot machen, das wahrscheinlicher genutzt werden wird und das weniger wahrscheinlich genutzt werden wird, je nachdem, wie ich das präsentiere und verkaufe, in Anführungszeichen. Okay, Angebot-Nutzungsmodell. Erstmal, was soll rauskommen? Dann überlege ich mir, wie. Und zwar so, dass es auch nach Möglichkeit eine gute Nutzung erfolgt zu Hause in der Veranstaltung. Aber zuerst mal das Was. In der Didaktik ist es auch bekannt als Primat der Didaktik. Okay, das ist jetzt kommt nie so gut an, der Witz. Den lasse ich mal weg, ja. Lasse ich zukünftig mal weg. Also, okay, der Primat der Didaktik ist ja abgebildet, ne? Zuerst mal was überlegen. Okay, also was soll gelernt werden und dann wie. So, was sollen die Studierenden lernen? Und Kompetenzorientierung bedeutet unter anderem, dass man die Ziele der Lehrveranstaltung so formuliert, dass man sagt, was sollen die Studierenden am Ende können. Die Studierenden können, Punkt, Punkt, Punkt. So, jetzt habe ich mal Beispiele gegeben für meine Vorlesung, meine Mathevorlesung, mathematische Grundlagen 1. Die Studierenden können Eigenschaften von Relationen angeben. Sie können Aussagen in der Mengenalgebra beweisen. Sie können in verschiedenen Stellenwertsystemen rechnen, vollständige Induktionsbeweise durchführen, Sätze zur Teilbarkeit beweisen und so weiter. Also Aktivitäten, die sie durchführen können sollen nach der Veranstaltung. Und natürlich zielt das dann auch direkt auf die Prüfung hin. Das heißt, wenn ich die Ziele gesetzt habe und ich sage, die Studenten sollen das können, dann habe ich auch schon eine Idee, was ich in der Klausur beispielsweise abprüfen kann. Da habe ich nämlich Aufgaben, in der sie eine Aussage zur Mengenalgebra beweisen sollen, in einem Stellenwertsystem zur Basis 8 eine Rechnung durchführen sollen, einen vollständigen Induktionsbeweis führen sollen und so weiter. Klar. Ne? So. Da kann ich prüfen, ob sie das gelernt haben. So. Das ist unter dem Begriff Kompetenzorientierung bekannt oder auch Outputorientierung. Es hat ein gewisser Wandel stattgefunden in der Überlegung, wenn ich Curriculum mache, Modulhandbuch und so weiter. Früher hat man tendenziell eher von den Inhalten her gedacht. Also welche Inhalte müssen da drin sein? Aussagenlogik, Mengenalgebra, vollständige Induktion. Das muss ich sozusagen reingeben in die Situation. Heute denkt man eher outputorientiert, was soll bei den Studierenden ankommen. Und dann formuliert man das aus Sicht der Studierenden, nicht so aus der Sicht des Dozenten, der was hineingibt. Es sind zwei Seiten einer Medaille.
Ne, klar. Das kann man auch ad absurdum führen, natürlich, wenn man sagt, früher habe ich hingeschrieben den Satz des Pythagoras und heute schreibe ich hin, die Studierenden sollen den Satz des Pythagoras kennen, okay. Ja. Aber trotzdem ist ein gewisser Perspektivwechsel mit dabei. Es geht nicht nur darum, Inhalte zu präsentieren, sondern es geht darum, dass Studierende bestimmte Tätigkeiten durchführen können sollen am Ende, also Kompetenzen entwickeln sollen, bestimmte Dinge durchführen zu können, Probleme lösen zu können, Handlungen durchführen zu können, Fälle lösen zu können und so weiter. In dem Kontext wird auch immer der Nürnberger Trichter erwähnt, den es eben nicht gibt. Der Nürnberger Trichter, es gibt keine Möglichkeit, Wissen in Köpfe von Menschen einzupflanzen, also Inhalte reinzugießen, einzutrichtern, das kommt daher, ne? Sondern es ist immer auch abhängig von der Beteiligung der Lernenden, das heißt, die müssen entsprechend kognitiv aktiv sein, sich darauf einlassen, das Angebot nutzen und so weiter. Konstruktivismus bedeutet, sie selbst konstruieren ihr Wissen aus dem, was ihnen angeboten wird. Und man muss sozusagen von der Seite her denken, dass man eben nicht Inhalte einpflanzt, sondern dass man versucht, Angebote so zu gestalten, dass sie die Angebote nutzen und dann auch entsprechend weiterentwickeln. Anderer didaktischer Ansatz, der das hervorhebt, ist Process as Content. Dass man also daher denkt, welche Prozesse, welche Denk- und Arbeitsweisen sollen Studierende eigentlich lernen? Es geht auch um Inhalte, aber eben nicht nur, sondern auch um wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen. Also in der Physik beispielsweise könnte man überlegen, die Studenten sollen lernen, Hypothesizing, wo steht's? Hypothesen aufzustellen. Hier, 41. Sie sollen lernen, Hypothesen aufzustellen, Vermutungen anzustellen. Observing, 29. Sie sollen lernen, bestimmte Dinge zu beobachten. Naturwissenschaften beobachten. Ne? Decision-Making, sollen Entscheidungen treffen können. Das wird vielleicht auch in Jura besonders wichtig sein, eine Entscheidung treffen zu können. Ja. Nur, wenn ich sozusagen nur Inhalte einpflanze, wenn ich so dieses alte Paradigma habe, wo lernen die Studierenden Entscheidungen zu treffen? Also sie müssen sozusagen, und das ist das Entscheidende von Process as Content, Studierende müssen diese Prozesse durchführen und Feedback dazu bekommen. Sie müssen auch scheitern damit. Sie müssen aus der Durchführung dieser Prozesse lernen, damit begleitet werden und das natürlich irgendwo auch mit Inhalten verknüpfen. Also das sind Inhalte, Output-Orientierung bedeutet nicht, oder Process as Content bedeutet nicht, dass wir keine Inhalte mehr haben, dass wir sozusagen in die falsche Richtung geschwungen, sondern wir haben Inhalte, aber eben auch die Denk- und Arbeitsweisen, und beides muss miteinander verknüpft werden. Und wenn ich kompetenzorientiert denke, dann fokussiere ich die Denk- und Arbeitsweisen. Das soll gelernt werden mit den Inhalten. Gucken wir, was es sonst noch gibt in Mathematik oder im Fach, wir haben mal eine Erhebung gemacht, im Fach Germanistik beispielsweise spielt Comparing eine ganz besondere Rolle. Ich muss Epochen vergleichen können, Werke eines bestimmten Autos vergleichen können, ich muss Personen innerhalb eines Werkes vergleichen können und so weiter. Vergleichen, vergleichen, vergleichen. Ich bin nur am Comparen sozusagen. Ne? In der Mathematik ist es wichtig, Syllogistic Reasoning, Deductive Reasoning, keine Ahnung, Classifying, Questioning ist auch so eine Sache, die in der Wissenschaft eine ganz besondere Rolle spielt, in allen Wissenschaften, Analyzing, in vielen Ingenieurswissenschaften ganz wichtig und so weiter. So. Also, Lernziele, Prozesse, Kompetenzen, muss man sich am Anfang überlegen. Studierenden können, jetzt hier nochmal ein paar Beispiele, vollständige Innovationsbeweise führen in der Mathematik, ein Anwendungssystem objektorientiert modellieren in der Informatik. Dazu müssen Sie beispielsweise wissen, was ist Objektorientierung, was ist ein Modell, also Inhalte spielen da eine Rolle, aber letztendlich müssen Sie das können. Politische Systeme analysieren in der Politik, Scheidungsfälle bearbeiten in Rechtswissenschaften, ne? Pflanzen bestimmen in der Biologie, was weiß ich, all diese Dinge. Jetzt kommt meine erste Aufgabe für euch. Schreiben Sie für eine eigene Vorlesung mindestens 5 Kompetenzen auf. Und zwar in dieser Form, Studierenden können und dann jeweils, ich habe hier so kleine Zettelchen, auf einen Zettel eine eigene Kompetenz, eine einzelne Kompetenz pro Zettel. Können auch mehr als 5 sein, aber mindestens 5. Und vielleicht vorher auf einen separaten Zettel den Titel der Vorlesung, also wirklich eine konkrete Vorlesung überlegen, die ihr jetzt plant fürs nächste Semester zum Beispiel. Wie viele Studentinnen sind da ungefähr auch drin? Und wie ist Vorlesung, Übungen verteilt, welche Prüfung soll vielleicht am Ende geschrieben werden. Also diese Rahmenbedingungen auf einen Extrazettel und dann auf jeweils einen eigenen Zettel
mal eine solche Kompetenz. Die Studierenden können, könnt ihr weglassen, einfach nur Punkt, Punkt, Punkt und dann die zweite Satzhälfte draufschreiben. Ja, wir haben uns ja gerade zu verschiedenen Veranstaltungen Kompetenzen überlegt und die haben wir auch gleich sortiert, und zwar nach einer geheimen Ordnung, die ich im Hinterkopf hatte, und zwar nach der Lernzieltaxonomie von Bloom. Ganz alte Lernzieltaxonomie, ne, von 1956, mittlerweile weiterentwickelt von Anderson und Gradwohl, 2001, auch vielfach kritisiert, können wir vielleicht auch gleich darauf eingehen. Aber vom Grundprinzip her klassifiziert Bloom kognitive Lernziele entlang einer Taxonomie. Und ganz unten hat er Remember, also das Erinnern von bestimmten Fakten und Dingen, die man gehört hat. Ne? Auf der nächsten Ebene ist Understand. Man hat also etwas verstanden, Zusammenhänge beispielsweise, Konzepte verstanden und kann sie auf der nächsten Ebene anwenden, kann auf Basis des Verstandenen Situationen analysieren, bewerten oder sogar eigene Produkte schaffen mit Create. Das heißt, von der Tendenz her ist sozusagen von niedrigsten Ebene, ich kann was erinnern, ich habe was verstanden und dann komme ich zu der Anwendung, im Sinne von anwenden, analysieren, bewerten, erstellen und so weiter. Die ganzen Prozesse, die wir gerade gesehen hatten bei Process as Content, die tauchen letztlich alle hier oben in dem oberen Bereich auf. Ne? Gut, man kann kritisieren, dass es eigentlich gar keine Hierarchie ist, weil dadurch, dass ich was anwende, verstehe ich es auch mehr, also verstehen letztlich als Ergebnis der Anwendung, aber gut, okay, vielleicht so vom Grundprinzip her kann man schon ja, vielleicht mehr oder weniger eine solche grobe Struktur teilen, auch wenn die in der Realität dann sehr viel diffiziler ist. Okay. Vorlesungen im klassischen Sinne unterstützen im Wesentlichen den unteren Bereich, also Remember und Understand. Idealerweise geht man aus der Vorlesung raus und hat alles verstanden. Oftmals ist es aber auch so, dass man einfach nur bestimmte Dinge wiedererinnern kann, dass man das behandelt hat und kommt zum Verständnis erst dadurch, dass man nochmal zu Hause nachliest und so weiter. Ne? Und dann ist man letztlich alleine mit dem Verstandenen in der Anwendung. Muss eigene Problemlösungen anstellen auf Basis des Gelernten und so weiter. Ne? Oder das findet dann in Übungen statt beispielsweise. Ja, Flipped Classroom setzt auch an dieser Stelle an und verlagert sozusagen die unteren beiden Prozesse in die Vorbereitung. Das heißt, ich schaue mir Videos zu Hause an und führe mich selbst bis zu der Ebene des Verstehens in meinem eigenen Tempo. Das ist der Vorteil, ne? Ich kann beispielsweise einen Vortrag stoppen und nochmal durchdenken und dann weitermachen oder mal kurz eine andere Quelle hinzuziehen, um was zu verstehen, was mir vielleicht fehlt. Vielleicht habe ich bestimmtes Vorwissen nicht. Der Dozent erwähnt in dem Video etwas, einen Begriff, den ich nicht kenne, dann kann ich den mal kurz googeln oder so. Ne? Also ich führe mich selbst im eigenen Tempo auf die Verstehensebene und komme dann mit dieser Vorbereitung in die Präsenzphase und dort werden dann die Prozesse entweder individuell oder gemeinsam durchgeführt, die hier oben zu finden sind. Also gemeinsam wird beispielsweise ein Problem behandelt, ein Fall gelöst auf der Basis der Vorbereitung. Was sich daran orientiert, oder was da deshalb hilft, sich das vorzustellen, ist das Cognitive Apprenticeship Model von Collins, Brown und Newman. Cognitive Apprenticeship, kognitive Meisterlehre, also das Azubi-Verhältnis sozusagen. Und das kann man sich relativ gut vorstellen anhand tatsächlich eines solchen Meister-Lehrling-Verhältnisses, beispielsweise Schneider-Lehrling. Ja, also wenn ich in der Schneider-Lehre bin als Lehrling, dann wird es in der Regel ein guter erster Schritt sein, wenn ich einen neuen Prozess lernen soll, zum Beispiel ein Hemd produzieren, ein Hemd zusammennähen, wenn der Meister, hier links, der coole Typ mit der Brille ist der Meister, wenn der Meister das erstmal vorführt. Also der Meister zeigt mir den Prozess. Das wird auch als Modeling bezeichnet im Englischen oder im Deutschen Lernen am Modell. Ich beobachte jemanden als Lehrling, wenn ich so keine Ahnung habe, worum es geht, ich beobachte den Experten dabei, wie er das tut. Und der Experte muss dabei externalisieren, was er tut. Und insbesondere eben in der kognitiven Meisterlehre, also dann, wenn es um den kognitiven Bereich geht, nicht nur ums Schneidern, sondern um das Lösen eines mathematischen Problems, um das Lösen eines juristischen Falls oder irgendwas der Form, muss ich externalisieren, was ich denke.
also kognitiv, was kognitiv passiert, muss ich externalisieren, um es zum Modell werden zu lassen für den Lernenden. Also ich führe erstmal vor und der Lernende beobachtet. So. Im nächsten Schritt muss der Azubi oder der Lernende, der Student, der Lernende genau, selbst ein solches Problem lösen, vielleicht ein einfacheres, weniger komplexes. Und der Meister ist dabei und guckt über die Schulter. Also beispielsweise der Lehrling, der Schneiderlehrling muss nicht das ganze Hemd produzieren, sondern kriegt Ärmel und Rumpf gegeben und muss den Ärmel an den Rumpf annähen. Und der Meister ist dabei, um zu coachen, also der guckt und unterstützt, hält vielleicht mal, hilft, was zurechtzulegen und so weiter. Scaffolding gibt einen Rahmen. Rahmen wäre zum Beispiel jetzt hier in dem Fall Ärmel und Rumpf, ist bereits gegeben. Man gibt einen unterstützenden Rahmen, in dem sich der Student oder der Lehrling bewegt. Und der Dozent gibt Feedback zu dem, was der Lehrling macht. Gibt ihm Tipps, was er besser machen kann, was er falsch gemacht hat, wie er es anders halten soll und so weiter. Im kognitiven Bereich wäre das ebenfalls der Fall. Nehmen wir mal die Mathematik wieder. Ein Student muss ein mathematisches Problem lösen, was er vorher als Verfahren sozusagen vorgeführt bekommen hat. Und vielleicht nicht ein komplettes Problem, sondern nur Teile des Problems, das wäre Scaffolding, oder schon ein komplettes, einfaches Problem und der Dozent ist dabei und unterstützt, gibt Feedback, was er besser machen soll und so weiter. Hier steckt Individualisierung drin. Individuelles Feedback zu geben zur Kompetenzentwicklung des einzelnen Studenten. Und das ist natürlich total schwer zu erreichen in Bereichen, wo man viele Studenten hat oder viele Lernende. Ne? Können wir nachher noch darüber reden, wie man das so ein Stück weit erreichen kann. Aber das ist natürlich jetzt hier gedacht im Sinne von 1:1. Ja? Das wird man in der Hochschullehre so in dieser Form nicht hinkriegen. Aber man kann es ein Stück weit versuchen und ein Stück weit zu mehr Individualisierung, ein Stück weit zu mehr individuellem Feedback zu eigenen Prozessen. So. Und je mehr Expertise der Lernende erlangt, umso komplexer werden die Aufgaben. Und umso mehr nimmt sich der Dozent aus der Unterstützerrolle raus. Der fadet sich. Also der Fading von Scaffolding beispielsweise bedeutet, ich nehme den Rahmen zurück oder ich nehme die Hilfe zurück. So. Und gerade im kognitiven Bereich ist dann auch wichtig, dass die Lernenden artikulieren, was sie gedacht haben, was sie getan haben. Dass sie selbst reflektieren, wie sie zur Lösung eines Problems gekommen sind. Und letztendlich dann auch selbstständig neue Gebiete explorieren können. Flipped Classroom bedeutet an der Stelle, der Dozent modelliert beispielsweise in einem Video die Lösung eines Falls, die Lösung eines Problems, erklärt dabei, wie er vorgeht, erklärt vielleicht das damit zusammenhängende Rechts, die Rechtsnorm und so weiter. Der Student schaut sich das zu Hause an und kommt dann in die Präsenzsituation, die in irgendeiner Weise gestaltet ist, können wir nachher darüber reden, und muss dann das zu Hause Gesehene selbst anwenden. Auf ähnliche Fälle, auf andere Fälle, auf neue Rechtsnormen, auf neue Situationen und wird dabei unterstützt von jemandem, der nach Möglichkeit versucht, individueller Feedback zu den Lösungsversuchen des oder der Studierenden zu geben, als das in der normalen Vorlesung möglich wäre.